Zurückgekehrt, um dich zu holen. Durch dunkles Glas. Wo müssen wir denn hin? Ah, hier haben wir einen unentdeckten Wegpunkt, den können wir auf jeden Fall mitnehmen. Eine Kiste. Level 30 werden wir wohl nicht mehr schaffen, hier in dem Akt. Ziel erreicht. Sehr schön. Warum auch immer hier ein Wegpunkt ist. Ah, vermutlich wegen dem Händler hier. Zuflucht des Schicksals. Aber wir können nicht handeln. Der steht hier einfach nur so rum. Na gut. Plus 6. Oh. Sieht ganz nice aus. Jetzt brauchen wir nur noch eine hübsche Kopfbedeckung. So, wir wollen hier hoch. Schickt ihr uns gerade hier komplett außenrum? Ah, okay, hier hoch. Verlassener Aufstieg. Wir haben nichts zu... Lebensregeneration. Das stört mich ein bisschen. So, was ist unser nächster Schritt? Irgendwo in diesem Paradies hat die Triune ihren alten Tempel zurückerobert. Leider können wir nicht einfach hineinspazieren. Elias hat Nachforschungen zu Schreinen von Mephisto, Baal und Diablo angestellt. Nur die Gesegneten vermögen den Pfad zu öffnen. Ja. Aber ein Segen von den großen Übeln, das ist verdammt riskant. Wenn das der Schlüssel in den Tempel ist, gehe ich das Risiko ein. Ein Segen von... Baals Schrein ist in der Nähe. Damit fangen wir an. Okay. Ein Segen von Mephisto, Diablo und Baal... Ob das so eine super Idee ist? Ich weiß ja nicht. Okay. Das ist der Schrein von Baal. Baal, Herr der Zerstörung. Sein Einfluss hat jeden Krieg der Geschichte verursacht. Stets sucht er den Konflikt. Sprecht seinen wahren Namen. Thor Balos. Thor Balos. Das sieht nicht gut aus. Geht es euch gut? Es geht mir gut. Noch zwei Schreine. Diablo und dann Mephisto. Bleibt stark.
Das sieht tatsächlich super, super cool aus. Okay, so, jetzt geht's hier hin. Dann schauen wir mal, welcher Schrein hier der nächste ist. Ist das der Schrein von Diablo? Diablo, Herr des Schreckens. Jede Angst der Sterblichen, jeder Albtraum. Er ist der Keim all dessen. So war es schon immer. Sprecht seinen wahren Namen. Al Diabolos. Al Diabolos. Das sieht echt nicht gut aus, was wir hier machen. Uns geht's gut. Danke der Nachfrage. Cooler Schrein. So, der letzte. Geh wieder nach oben. So, hier sind wir gleich da. Der Schrein von Mephisto. Oh, gefällt mir tatsächlich noch ein bisschen besser als die anderen beiden. Der letzte Schrein. Mephisto, der Herr des Hasses, Vater von Lilith. Seid vorsichtig. Ihr Blut ist bereits Teil von euch. Ich komme damit zurecht. Seht ihr? Die Macht hier bringt euch bereits aus der Ruhe. Ich habe euch doch gesagt, dass ich damit zurechtkomme. Sagt mir, was ich sagen soll, und sucht dann den Tempel. So sei es. Wenn ihr bereit seid, sprecht den Namen Dul Mephistos. Aber seid vorsichtig. Was war das? Das Fenster ist hier runtergerutscht. Okay, so. Altar des Hasses. Ich glaube, jetzt passiert irgendwas. Dul Mephistos. Oh. Feuriges Portal. Oh, der blutige Wolf ist wieder da. So sehen wir uns wieder. Mephisto, ich weiß, wer ihr jetzt seid. Ja, aber das bedeutet nicht, dass wir einander nicht helfen können. Der sterbliche Elias will die Macht der großen Übel für seine eigenen Zwecke nutzen. Niemand
ist sich noch seiner Stellung bewusst, was? Seine Einmischungen haben Echos der Vergangenheit in meine Zuflucht des Hasses geführt. Aber ihr und ich, wir können alles wieder ins Lot bringen. Sobald ihr diesem Reich Frieden gegeben habt, werde ich euch meinen Segen geben können. Wir arbeiten jetzt mit Mephisto zusammen. Okay. Das ist mal was Neues. Uns kann niemand aufhalten. Und wir kämpfen gegen die Barbaren. Na, das kann ja was werden. Wir werden uns den großen Übel niemals beugen. Barrikade. Die Mächte des Bösen nahen. Autsch. Ah, okay, war's das schon? Gut gemacht. Ihr seid dazu geboren. Ich hätte nicht gedacht, dass ein großes Übel die Hilfe eines Sterblichen benötigt. Ja, ich hatte in den letzten Jahren Pech. In diesen Seelensteinchen gefangen, in die Hölle zurückgestoßen. Meine Essenz formt sich erst neu. Darum ist meine Macht begrenzt. Wir haben all unsere Höhen und Tiefen, nicht wahr? Ihr habt weitaus Schlimmeres verdient. Ich habe euch nur meine Hilfe angeboten. Und doch lohnt ihr es mir mit Hass. Wieso konzentriert ihr euren Zorn für den Moment, nicht auf Lille. Ihr habt meinen Segen. Vernichtet sie. Rettet eure Welt. Wer waren denn diese Barbaren? Die Opfer meines Bruders Baal. Er legte lange vor eurer Zeit die Lande der Barbaren in Schutt und Asche. Ich wünschte, ich hätte es mit eigenen Augen sehen können. Ich hatte aber nichts damit zu tun. Elias hat das Gleichgewicht im Tempel der großen Übel gestört. Und diese Schatten der Vergangenheit gehören in Baals Reich, nicht meins. Aber ihr Hass ist mir willkommen. Okay. Und um an dieser Stelle nochmal zusammenzufassen, wir hatten Akt 1, die Mutter, die von Lilith bekehrt wurde zur Bösen. Quasi die Tochter hat die Mutter verloren. Dann hatten wir in Akt 2, da hat der Vater den Sohn verloren. Jetzt sind wir gerade in Akt 3,
wo Lorat uns was von seinem Lehrling erzählt. Und jetzt geht's darum, dass Mephisto ja der Vater von Lilith ist und er möchte, dass wir seine Tochter umbringen. Also, irgendjemand hat da vielleicht einen kleinen Familienkomplex gehabt, als er das Spiel programmiert hat. Es ist schon sehr, sehr merkwürdig, dass wir hier die ganze Zeit irgendwas mit Tochter, Mutter, Vater, Sohn oder sowas haben oder Vater, Tochter. Ich bin mal gespannt, was in Akt 4 noch auf uns zukommt, ob dann noch irgendwie sowas da passiert. Aber es wird ja schon immer lustiger. Okay, jetzt ist der Wolf auf einmal Mephisto. Und wir helfen ihm. Na gut, wir gehen mal wieder zurück durchs Portal. So. Wir müssen mit Lorat sprechen. Wo ist der Gute denn? Hier unten. So, können wir vielleicht ein paar aufsammeln? So. Sehr schön. Denen können ruhig noch ein paar mehr kommen. Fast Level 28. Oh, ah, endlich! Das habe ich schon die ganze Zeit gesucht. Der Berg Sivo. Das sieht doch mal richtig, richtig cool aus. So, wir haben den letzten Segen empfangen. Warum habt ihr so lange gebraucht? Ich habe etwas beim Schrein gesehen. Einen Wolf. Es ist bekannt, dass Mephisto eine derartige Gestalt annimmt. Ich begegne ihm nicht zum ersten Mal. Was? Und das habt ihr mir verheimlicht? Wir alle haben unsere Geheimnisse. Nicht wahr, Horadrim? Dafür ist jetzt keine Zeit. Elias könnte schon mitten in seinem Ritual sein. Macht euch den Kopf frei, bevor wir weitergehen. Der Tempel der großen Übel liegt direkt vor euch. Hinab in die Flammen. Ich muss einfach nochmal gucken, das sah einfach gerade so richtig nice aus. Oh, und Lorat ist auf jeden Fall schon aus dem Bild verschwunden. Da gehen wir jetzt runter. Nicht springen, herunterklettern bitte. Und ein Level höher. So. Die Frage ist, was machen wir jetzt mit unserem Level-Up? Ach, das hatten wir noch geskillt. Genau, wenn wir einen brennenden Gegner, dann bekommen wir Mana-Regeneration. Oder... Solange wir gesund sind, machen die Hydras 3% mehr Damage. Ich glaube,
Das ist besser. Die Frage ist, ob wir unsere Kernfähigkeit, den Kettenblitz, vielleicht auf Feuer legen sollten. Wenn wir dann die ganze Zeit verbrennende Gegner vernichten, dann regeneriert. Das müssen wir auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn wir genug Punkte haben. So. Für momentan geht's, glaube ich, noch so. Kettenblitz ist noch effektiv genug. Hydra ist noch effektiv genug. Stufe 30 bekommen wir die nächste Verzauberung dazu. So, haben wir hinten noch was Interessantes? Einmal hier runter. Guten Tag, Leute. Ich mag die Ulti. Da geht's wieder hoch. Der Weg wird frei gemacht. Vielen Dank dafür. Tor der großen Übel. Na dann, hinab in die Flammen. Halle des Hasses. Okay. Was haben wir hier? Oh, hier hat was nachgeladen. Oh. Das ist Mephisto. Ziemlich cool. Okay. Oh, hat einen ganz schön schönen Palast hier. Eindringlinge! Eure Schreie werden Andariel auf der Welt willkommen heißen! Yep, kein Problem dafür. So, Andariel, haben wir noch irgendwo vielleicht überall diese Schreine? Okay, wir laufen einfach mal weiter. Wieder so ein Opferschrein. Wen haben wir hier? Oh, das sieht aus wie Diablo. Mit den zwei großen Hörnern. Bin ich gerade eine Hose bekommen? Ah ja. Plus 20, was kann die? 26 maximales Leben. Aber hier haben wir mehr Rüstung. Ah, 26 maximales Leben ist halt... ich weiß halt nicht, was besser ist. Okay, wir gehen auf Rüstung. Okay, das sieht aus wie ein Duellplatz. Oder kommt der noch? Okay, der kommt noch. Wartet. Hört ihr das? Ja, Duellplatz. Oh. Ich bin noch nicht bereit. Oh, okay.
Autsch. Der ist explodiert. Okay, vielleicht sollten wir warten, bis unsere Ulti wieder fertig ist, bevor wir jetzt hier weitergehen. Hier haben wir auch nochmal eine Statue von Mephisto. Okay, noch mal einer. Ein Zermalmer. Sehr schön. 187. Oh, einsam und allein, ein Jünger der Mutter. Das ist schon cool. Das haben die echt richtig gut hinbekommen. Also hier steckt auf jeden Fall ganz viel Liebe zum Detail drin. Richtig, richtig schön. Ich mag das, wenn es überall so ein bisschen glitzert und überall diese Altäre sind. Und wir vielleicht sogar einen neuen Helm finden. Plus 3. 32 maximales Leben. Den tausche ich diesmal nicht aus. Wir haben schon so wenig Leben. So, die Treppe nach oben. Ist das auch nochmal Mephisto? Das ist auf jeden Fall Diablo. Oh, hat nicht gereicht. Ah, der Böse ist hier ein bisschen kleiner. Hier mal auch wieder so eine... Gruft. Oh, hier haben sie welche aufgekettet. Die wurden bestraft. So, wo ist jetzt die Ritualstätte? Oder müssen wir vielleicht eine von diesen Dingern hier finden? Sind das vielleicht die Ritualstätten? Elixiere. Da hab ich gerade. Erfahrung 5% erhöht. Nehmen wir doch mal einfach 2. Wenn wir die schon gefunden haben. Vermutlich brauchen wir eh Giftwiderstand bei Andariel. Ich bin noch nicht bereit. Oh. Da war jemand Starkes dabei, den habe ich nicht gesehen.
Noch ein Helm. 8 Leben. 6 Leben beim Töten eines Gegners. Aber wir haben halt hier 32 maximales Leben drin. Sehr gut. So. Hier war nichts. Oh, was haben wir hier? Oh, eine Statue von Baal. Sehr geil. Müssen wir uns gleich nochmal angucken. Aber erstmal hier die Gegner. So. Können wir den ganz sehen? Ah, da verschwindet er schon wieder. Sehr geil, hier mit einem Schwert in der Hand und dieser Kugel. Statue und noch eine. Nochmal die gleiche, oder? Das ist ein bisschen blöd, dass das ausgeblendet wird. Dass man sich die Statue nicht wirklich richtig gut angucken kann. Aber na gut, so ein bisschen geht's ja. Oh. Ah, die halten wieder super viel aus hier. Gruftschlag. 2 Zauberstäbe. Die Frage ist, haben wir... Wir hätten ein Buch. Wir könnten das ausprobieren. Wir das so machen. Oh, minus 12. Hier sind wir jetzt momentan besser. Sogar noch besser, da haben wir hier minus 25. Habe ich sonst noch was gefunden? Ja, dann lassen wir das doch einfach mal so. Vielleicht können wir jetzt sogar unseren legendären Zauberstab verwenden. Oh, da unten. Da findet die Beschwörung statt. Hier fehlt nochmal so ein Aussichtspunkt. Wir kommen zu spät. Das Ritual hat bereits begonnen. Ich werde mich selbst um Elias kümmern. Bleibt im Schatten. Das ist keine gute Idee. Euch vor diesem Weg gewarnt. Lord, habt. Ah!
Bitte, kommt mit mir. Ach ja. Wir flüchten auch, oder? Tötet den Tyrannen, König Brohl. Wir können auch einfach hier und macht's gut. Wir haben keine Lust zu kämpfen. Ja, okay. Wir haben keine andere Wahl. Ach, schade. Ich hätte lieber gegen Andariel gekämpft. Okay, ich hoffe, wir schaffen das hier. Halt! Oh nein! Ich wollte nochmal zum... das letzte bisschen Leben. Oh ja, wir können nochmal. Sehr gut, jetzt sind wir bereit. Okay. Okay, wir lassen auf jeden Fall viel von unserer Hydra machen. Und bleiben immer ein bisschen auf Abstand. Okay, er hat einen Trank verloren. Autsch. Verdammt, jetzt hätte ich die Ulti gebraucht. Okay, aber ich glaube, wir kriegen ihn kaputt. Zeit für die Vorbereitung. Okay, wir haben noch 5 Sekunden. Oh. Okay. Oh. Da noch ein Trank. Die zerplatzen schon. Ich würde gerne den Trank da mitnehmen. Sehr gut. Dann noch einen Trank fallen lassen. Schon wieder Gegner. Sehr gut. Die Hydra schießt den einfach ab und wir laufen einfach immer schön im Kreis. Zwei Tränke haben wir noch. Oh, drei. Sehr gut. Da können wir die Ulti zünden.
Okay, jetzt ist er ein bisschen schneller als wir. Na komm schon. Oh mein Gott, das war ja ein richtig guter Drop. Kopfschutz und Zauberstab, ich weiß zwar noch nicht, was es ist, aber zwei legendäre. Plus ein Kettenblitz. 26, zwei zusätzliche Male. Das ist genau das, was wir brauchen. Genau das Richtige für uns. Wie cool ist das denn? Und was haben wir hier? Mit Flammenschild könnt ihr euch ungehindert durch Gegner bewegen. Durch die ihr euch bewegt, während Flammenschild... werden 2,4 Sekunden lang bewegungsunfähig. Okay, vielleicht sollten wir... plus zwei Ränge für Hydra. Okay. Ich bin dafür. Ich bin absolut dafür. Das heißt, Hydra auf Stufe 7. Okay, das ist nice. Jetzt ärgere ich mich gerade ein bisschen, dass ich die anderen Schuhe, die wir hatten zu Hydra, weggetan habe. Wir hatten ja noch was zu Hydra. Da hätten wir jetzt Hydra auf Stufe 8. Aber das passt ja richtig gut mit dem Kettenblitz. 26% Chance, zweimal noch war weiter zu springen. Mit einem leeren Sockel noch dran. Da können wir noch irgendwas Cooles reinsockeln. Das ist doch mal richtig, richtig gut. So, sprecht mit der mysteriösen Frau. Halt, ich... einmal kurz noch. Okay, hier ist nichts mehr beim Altar. Wie hinten. Hier sehen wir nur die Hände. Ah, schade. Ich habe mich so auf Andariel gefreut. Schwere Eisentür. Steht die Frau hier irgendwo? Pfad der verwirrten Seelen. Hm. Wir müssen hier wahrscheinlich rein. Weil hier ist ja keine Frau, mit der wir reden können. Ah. Oh, was? Was ist geschehen? Es fühlt sich an, als ob Feuer über meine Haut kriecht. Oh. Ihr wurde tätowiert. Ein Ritual. Ich höre etwas. Eine Stimme in meinem Kopf. Andariel. Zwischen euch und ihr wurde eine Verbindung hergestellt. Wer seid ihr? Taisa. Wer seid ihr? Ich bin Lorath, einer der Horadrim. Horadrim? Wie Elias? Wenn er das gesagt hat, hat er gelogen. Ich war gekommen, um ihn zu töten. Ich dachte, ich hätte es auch geschafft, doch als ich wegsah, war er verschwunden. Wenn er überlebt hat, muss er in seine Zuflucht geflohen sein. Zuflucht? Er hat einen Palast, irgendwo in der Wüste im östlichen Kedjistan. Aber mehr weiß ich nicht. Tja, eine gute Nachricht gibt es. Ohne ihn verfallen die Kannibalen in Gul'ran vielleicht in Chaos. Wir sollten nach Tazara gehen. Die Menschen dort kennen die Wüsten Kedjistans gut. Vielleicht hat jemand von diesem Palast gehört. Ich begleite euch. Ich weiß zwar nicht, ob ich in diesem Zustand eine große Hilfe bin, aber ich verdanke euch mein Leben. Ihr seid uns nicht schuldig, aber ihr könnt uns gerne begleiten. Auch ihr verdient Vergeltung. Oase der Erinnerung. So. Oh, was können wir hier einfordern?
Okay. Ein Punkt verfügbar. Wo geben wir den drauf? Mehr Mana-Regeneration für... Eigentlich ziemlich cool, wenn die Hydra... Oder was haben wir hier? Okay, wenn wir stillstehen, kosten eure 5% weniger Mana. Hm, ist erstmal nicht so das, was ich unbedingt haben möchte. So. Das ist auch gut. Für jede aktive Beschwörung 1% mehr Schaden. Ich glaube, das ist für die Hydra gut. So. Wo müssen wir jetzt hin? Akt 3, immer noch. Die Erschaffung von Monstern. Oase der Erinnerung. Wir müssen hier runter mit Lorat und Taisa in Tazarak. Okay. Von wo kommen wir da am besten hin? Hier vom versteckten Aussichtspunkt eigentlich. Oder kommen wir hier runter? Gibt es hier eine Verbindung vielleicht, die wir laufen können? Dass wir von hier... Aber okay, egal wie wir da hinkommen, auch wenn wir hier vielleicht den langen Weg gehen, wir müssen auf jeden Fall erstmal hier rüber und verkaufen. Und nach unserem Zauberstab müssen wir auch nochmal gucken, welcher denn jetzt genau besser ist. So, gehen wir erstmal zur Kiste. Okay, minus 54, der ist auf jeden Fall schlechter. So. Heben wir trotzdem mal auf. So, die Handschuhe heben wir auch auf. Und den Stein müssen wir aufheben. Ansonsten können wir den Rest eigentlich verkaufen oder verwerten. Ich habe jetzt noch nicht wirklich viel Geld gebraucht. Von daher würde ich sagen, wir verwerten das einfach beim Schmied. Wer weiß, wie viele Ressourcen wir später in dem Spiel noch brauchen werden. Meine Augen sehen auch nicht alles. Ah, eine Kriegerin. Wie kann ich dienen? Da lässt sich noch einiges gebrauchen. Sehr gut. So. Alles verwertet. So, dann kann es natürlich schon wieder losgehen. So, wir müssen hier runter. Wobei, wir können eigentlich hier vom versteckten Aussichtspunkt können wir eigentlich laufen und dann kommen wir wahrscheinlich hier runter irgendwie. Das sollte funktionieren. Dann gehen wir hier hin, ja.